Immer wieder kommt das Thema hoch, wie viel Verstärkerleistung benötige ich überhaupt, um meinen gewünschten Pegel zu erreichen im Auto? Wie hängt das zusammen mit Schalldruckpegel und Lautstärke? Das möchte ich heute mal behandeln. Mein Name ist Frank Niketta, CTO für Elektronik und DSP bei der Firma Gladden und Mosconi. Fangen wir an mit ein paar nüchternen Fakten. Dezibel, dB haben wir alle schon mal gehört. Um 3 dB mehr Schalldruckpegel zu erreichen, brauche ich die doppelte Verstärkerleistung. Das heißt umgerechnet, ich brauche etwa 30% mehr Verstärkerleistung für 1 dB mehr Lautstärke. Wenn ich mit meiner Anlage 90 dB Schalldruck erreiche, bei 1 Watt Leistung, dann brauche ich für 96 dB 4 Watt Leistung, also viermal so viel. Angenommen, mein Verstärker leistet 80 Watt und erreicht damit einen Schalldruckpegel von 109 dB, dann leistet ein Verstärker mit 130 Watt 111 dB Schalldruck. Alles angenommen basierend auf einem Lautsprecher mit 90 dB Wirkungsgrad. Und wir vernachlässigen Kompression und Verluste. So, Fakt ist auch, unser Gehör ist nicht linear. Die gehörte doppelte Lautheit entspricht etwa 10 dB mehr Schalldruckpegel, mehr Lautstärke. Das heißt, wenn mein Verstärker, den ich im Auto installiert habe, eine Leistung von 80 Watt bringt, dann brauche ich für die doppelte Lautheit einen Verstärker mit 800 Watt. Verluste und Kompression mal außen vor. Wir gehen einfach davon aus, der Lautsprecher kann diese Leistung auch umsetzen. Um diese dB-Werte mal ein bisschen einzuordnen, wie laut hören wir überhaupt Musik? Also im Auto normal Musik gehört bei einem gehobenen Pegel entspricht etwa 90 dB Lautstärke. Ein Konzert ist limitiert, Konzerte oder Diskotheken sind limitiert auf 100 dB, um dauerhafte Gehörschäden zu vermeiden. Das mal so als grobe Einordnung, wovon wir überhaupt sprechen. Okay, die Verstärkerleistung selber ist also gar nicht mal so entscheidend für einen Schalldruckgewinn, für die maximale Lautstärke. Was aber zum Beispiel richtig einen großen Einfluss hat, ist der Wirkungsgrad der Lautsprecher. Der wird angenommen in einer dB-Zahl, einem Schalldruckpegel, bei 1 Watt Leistung und 1 Meter Abstand. Wenn ich vergleiche einen Lautsprecher mit 93, 92 dB Wirkungsgrad, dann ist der bei 1 Watt genauso laut wie ein anderer Lautsprecher, der nur 89 dB Wirkungsgrad hat. Entsprechend staffelt sich das auch zu hohen Pegeln immer weiter hoch. Das heißt, mit der Wahl des richtigen Lautsprechers und was damit einhergeht, ist natürlich Position, Einbau und Dämmung. Kann ich genauso viel oder mehr erreichen wie mit viel Verstärkerleistung? Betrachten wir zum Schluss noch die Leistungsverteilung in einem Mehrwegsystem, das heißt, wie viel Leistung benötigt ein Hochtöner, ein Mitteltöner, ein Basslautsprecher, ein Tieftöner. Dafür habe ich mal so, jetzt ein DSP programmiert in einer typischen Konfiguration, das heißt ein Drei-Wege-System mit Trennfrequenzen bei 3000 Hertz und der Mitteltöner 250 Hertz bis 3000 Hertz. Alles darunter spielt der Basslautsprecher. Jetzt kann ich im DSP-Monitor, dann kann ich ja umschalten auf die Spannungsanzeige. Kann ich sehr schön sehen, ohne die eingeschalteten Aktivweichen habe ich identische Spannung, was auch identische Leistung bedeutet auf allen drei Ausgangskanälen.
Wenn ich jetzt die Aktivweiche aktiviere, die ich im Preset 1 gespeichert habe, dann setze ich meinen VU-Meter zurück und die Spitzenspannungen der einzelnen Ausgangskanäle bekomme ich hier angezeigt. Ich habe also am Hochtöner 1,6 Volt, jetzt mal 3,3, da war ein Peak. Im Mittelton habe ich 9,4 und im Bass habe ich 14,8 Volt. So, das kann ich jetzt umrechnen in die Leistung nach der Formel Leistung ist Spannung zum Quadrat durch Widerstand. Wir gehen davon aus, wir haben 4 Ohm Widerstände. Dann habe ich am Hochtöner habe ich 3,33 zum Quadrat durch 4 sind also gerade mal 2,7 Watt. Am meinem Mitteltöner habe ich 9,4 Volt zum Quadrat durch 4 sind 22 Watt. Und an meinem Tieftöner habe ich 14,9 Volt, 14,87, 14,9 zum Quadrat durch 4 sind 55 Watt. So, ich sehe also in einem Mehrwegsystem die Leistungsverteilung. Und die benötigte Verstärkerleistung ist extrem unterschiedlich. Ich brauche fast 20 mal mehr Leistung im Bassbereich als im Hochtonbereich. Auch das ist bei der Wahl des passenden Verstärkers zu berücksichtigen. Okay, soweit für heute. Schließt das in eure Überlegungen ein, wenn ihr einen Verstärker kauft, wenn ihr eine Auswahl treffen wollt für eure Anlage, welchen Verstärker brauche ich wofür. Die Leistung wird sehr gerne überbewertet und gerade im Mittelhochtonbereich wird sehr oft mit viel zu viel Leistung gearbeitet. Abonniert unseren Kanal, bleibt dran, es gibt immer was zu lernen. Bis demnächst. Tschüss.